Welches dieser Häuser war das denn? Das hier, ne? Da oben war jemand am Fenster. Natürlich ist das Haus. Das kann da stehen bleiben. Das stört gar nicht. Ja, genau da wollte ich das parken. Ist ja nicht meins. Ich hatte die Lebensmittel. Ich musste jetzt aufs Haus aufpassen. Ist das nicht das Haus? Aber da war gerade jemand. Muss ich mit dem Fahrrad darauf? Das ist doch das... Ist es nicht? Ich komme hier auch nicht weiter. Kann ich hier links lang? War das hier? Sieht alles so gleich aus, ne? Ah, hier war's. Okay, dann ist egal, dass da hinten jemand am Fenster stand. Hoffe ich, glaube ich, denke ich. Aber hatte ich überall Licht angelassen? Und wieso war da jemand am Fenster? Ich meine, das macht ja für Spiel im ersten Moment keinen Sinn, ne? Okay, die Spannung ist wieder da. Jetzt habe ich wieder Gänsehaut. So, wir räumen das erstmal in die Küche. So. Ja. Die... Oh, Gewitter. Dass ich jetzt mit meinen Hausaufgaben fertig werde. Ja, wir haben es ja fast eingeräumt, ne? Hier kommt das, räumen wir wieder auf. Kriegen wir das hier irgendwie rein? Denn nicht. So, wir wollen unsere Hausaufgaben machen. Wo machen wir die denn am besten? Oben im Arbeitszimmer? Hier kam nichts weiter. Ich gehe mal ins Arbeitszimmer. Ich denke mal, den Schreibtisch können wir auch nehmen für die Hausaufgaben. So. Ich muss... Aber mit voller Blase kann man nicht lernen, ne? Wir müssen erstmal auf die Toilette. So, hier oben war doch, da ist nicht, war nicht gegenüber gleich ein Klo? Nee, das ist der Waschraum, ne? Genau, das war der Waschraum, die Toilette, Schlafzimmer, Abstellkammer, also Schrank hier, Lagerraum. Genau, hier war das Klo. So. Bei offener Tür und alles, wo wir nicht hinpinkeln, ist in die Schüssel. Oh, ich bin schon fertig. Macht das Spülen, macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett, ne? Wenn wir das Spülen jetzt weggelassen hätten. So, ich mach mal die Tür zu. Ich würde gern einmal ins Sicherheitssystem gehen und gucken über die Überwachungskameras, ob hier schon irgendwer im Haus ist. Okay, hier ist auf jeden Fall noch keiner. Andy Reynolds. Alter, du hast doch gesagt, du bist bei deiner Familie, Carson, oder? Das musst du sehen, Mann. Such mal Roy Carson, Scheidung im Internet, jetzt. Internet? Roy Carson... Scheidung. Mitbegründer von BN Media behauptet, Morddrohungen von dem wütenden Fan seiner Ex-Frau zu erhalten. Roy Carson. Das haben wir ja gerade gelesen.
Hunter News. Es ist nicht ungewöhnlich, dass das Publikum neugierig auf die persönlichen Angelegenheiten einiger Prominenter ist, aber manchmal ist es einfach zu anmaßend. Ähnlich verhält es sich im Fall von Roy Carson, dem COO und Mitbegründer von BN Media, der nach seiner sehr öffentlichen Trennung und Scheidung von seiner Frau, der ehemaligen Schauspielerin Alyssa Brown Carson, mutmaßliche Morddrohungen der Fans von Alyssa Brown wegen angeblicher Untreue in ihrer Beziehung erhalten hat. Quellen sagen, dass bei Roy Carson Leute an die Tür geklopft haben, um ihn zu trösten. Alyssa hat sich bisher nicht sehr lautstark zu dieser Situation geäußert. Aber Hunter News versucht aktiv, sie zu erreichen, damit sie, der Leser, über die Situation auf dem Laufenden bleiben. Ja. Gut. Morddrohung. Schön, dass wir aufs Haus aufpassen. Vielleicht deswegen dieses Sicherheitssystem, ne? Da wollten wir ja eh nochmal reingucken. Next. Wer ist vor der Tür? Ja, wir gucken besser alles einmal durch. Unser Hund ist in der Hundehütte. Hinten im Garten ist keiner. Wir können auch nicht... Okay, das ist irgendein Typ. Alter, der zeigt uns sogar an, da ist jemand, ne? Aber ich würde sagen, wir lassen den gar nicht rein. Wir sollen ja niemanden die Tür öffnen, ne? Haben sie gesagt. Jemand war an der Haustür. Ich konnte so nicht arbeiten. Vielleicht gucken wir doch einmal zur Tür. Komme schon! Ich will das nicht. Nachher wird das wieder wie mit diesem komischen im Home Alone, in der ersten Episode. Also auf jeden Fall jemand mit Tasche. Sieht fast aus wie so ein Pizzabote, ne? Muss ich die Tür aufmachen? Ah, wer ist da? Ihre Bestellung, Sir. Eine mittelgroße Pizza von Pizza Depot. Welche Bestellung? Ihre mittelgroße Pepperoni-Pizza. Sie müssen an der falschen Adresse sein. Das ist doch 224 Boulevard, richtig? Das stimmt. Sie wurde von, Roy Carson bestellt. Wir gehen. Nein. Nein und nochmals nein. Da kannst du ewig klingeln. Wir machen jetzt Hausaufgaben. Schule ist wichtig. So. Mal gucken, wie lange der Typ da jetzt noch hockt. Okay, ich muss die Tür also öffnen? Fragezeichen. Aber was ist, wenn das einer ist, der Morddrohungen an den Carlson macht? Ich habe ja gesagt, sieht aus wie ein Pizzajunge, aber was ist, wenn er mich doch verprügelt? Oder schlimmer noch. Bitte öffnen Sie die Tür. Nein. Soll ich die Bestellung stornieren? Sind Sie da, Sir? Sind Sie da, Sir? Wie oft kann ich gehen machen, bis der abhaut? Soll ich die Bestellung stornieren? Ja, bitte. Wieso kann ich nicht Ja sagen? Der ist auch hartnäckig, ne? Oh Gott, er ist noch da. Bleibt er jetzt da stehen? Du kannst ruhig wieder im Regen auf dein Fahrrad gehen. Dafür wirst du immerhin bezahlt, ne? Aber er hat aufgehört zu klingeln. Also vielleicht können wir jetzt unsere Hausaufgaben...
ich würde den ungern nochmal öffnen. Der steht da auch so suspekt, ne? Ich trau dem nicht. Aber die Kamera zeigt nichts mehr an. Er ist aber noch da. Und der hat tatsächlich eine Pizza in der Hand. Hm. Oh. Aber wir dürfen ihn jetzt ignorieren. Was ist das? Alarmanlage? Oh, der Hund spielt auch verrückt. Während ich an meinen Hausaufgaben saß, fiel der Strom aus. Unbekannter Absender. Oh Gott. Hi, wie geht's? Was hattest du zum Abendessen? Bist du alleine? Warum ignorierst du mich immer noch? Warum bist du immer so gemein zu mir? Du verhältst dich gerade voll kindisch. Gut. Wenn du dich so verhältst, brauche ich dich sowieso nicht. Todd ist eh viel geiler. Wer sind sie? Oh, die Pizza. Ja, ich sollte mal meine Nachrichten durchlesen. Roy hat mir tatsächlich eine Pizza bestellt. In dem Moment war mir schon fast sicher, dass wieder ein Streich von Turner sein muss. Ich kannte mich mit Typen wie ihm einfach gut aus. Darüber hinaus wussten nur Turner und Andy davon, dass ich gerade alleine auf das Haus aufpasse. Und die fucking Taschenlampe ist unten, ne? Oh nein. Ich habe die Taschenlampe, habe ich ja unten gelassen. Ich sehe halt überhaupt nicht, wo ich hingehe. Bin ich von hier gekommen? Ja. Irgendwie schon. Okay, einmal um die Ecke. Vielleicht ist die ja wieder im Lagerraum. So, wir gucken mal. C zum Ducken. Oh, die Taschenlampe liegt unten. Oh, ist das creepy. Im fremden Haus alles dunkel. Okay. Ich gehe mal davon aus, ich muss den Sicherungskasten anmachen. Kam auch keine weitere Nachricht. Der sollte ja, wie es in so Häusern üblich ist, hier im Keller sein, ne? Aber hier darf ich nicht runter. Was mache ich stattdessen? Vor allem, was ist mit dem Hund los? Ich kann den Hund hier hören, aber ich sehe ihn nicht. Oh Gott. Aber wo ist der Stromkasten, wenn ich im Keller nicht runter darf? Muss ich rausgehen?
wurde plötzlich ziemlich kalt draußen. Und der Hund dreht vorne durch, aber ich kann hier nur auf die Veranda. Kann hier nicht mehr runtergehen. Ah, hier vorne darf ich ran am Strom. Ich schaltete den Strom wieder an. Mir war klar, dass jemand von draußen den Stromausfall verursacht hat. Hey Boy. Du hast auch gut aufgepasst, ne? Du hast jetzt hier keinen aufs Grundstück gelassen, oder? Jetzt habe ich natürlich die Tür hier aufgelassen, als ich raus bin. Du hast gesagt, wir bleiben Freunde. Hörner, das ist gerade überhaupt nicht witzig. Ich weiß, dass du das bist. Ich habe da was gehört, also gehen wir woanders hin, hm? Die Tür ist spalt auf. Ich musste was? Oh, scheiße, ich hab's nicht gelesen. Ich musste meine Hausaufgaben weitermachen. Eindeutig. Was anderes kann der gar nicht gesagt haben. So. Ich brauche die Überwachungskamera. Absolut paranoid. Und diese Tür hier ist ein Spalt offen. Und nur ein kleiner Spalt. Man sieht hier nichts, ne? Im Keller ist auch alles ruhig. Oh, ist das creepy. Was ist das? Die Tür ist halt so ein kleines, kleinen Tucken offen. Da ist keine Kamera in den Raum. Aber irgendwas liegt vor der Haustür. Okay, wir gehen einfach mal runter. Mit dem Rücken zu der offenen Tür und gucken, was draußen vor der Haustür liegt. Sah aus wie so ein Truthahn oder irgendwas, ne? So ein toter Vogel. So ähnlich, ein Blumenstrauß. Danke. Glaube ich. Kannst du mir sagen, was ich jetzt machen soll? Ich nehme den mit hoch. Der kommt mit ins Arbeitszimmer. Wer auch immer das war. Das macht ein besseres Bild, wenn ich den bei mir habe. Außer das soll so eine Art Grabblumenstrauß sein, dann bin ich natürlich am Arsch. So. Jetzt nur einmal kurz durchgucken. Zeigt auch keine menschlichen Bewegungen mehr an. Warte mal. Okay, vielleicht habe ich mich verguckt. So, ja, cool. Dann würde ich sagen, wir machen unsere Hausaufgaben weiter.
Habt ihr das Knatschen gehört? Ich hatte in dieser Situation... Nervosität steigt ein. Ich hatte in dieser Situation ein merkwürdiges Gefühl. Jetzt hört es sich vielleicht dumm an, aber ich wollte einfach nicht zu viel nachdenken. Dann machen wir die Hausaufgaben weiter. Dann sind wir abgelenkt. Das Knatschen, was eben noch... Oh Gott. Das ist der Waschraum gegenüber, ne? Bewegung. Das Zimmer ist verwüstet. Ich könnte auf mein Leben schwören, dass ich diesen Ofen nicht... Den Ofen? Stimmt, der Ofen ist an. Also mache ich den Ofen jetzt aus. Ich musste jetzt runter und nachsehen. Ohne gegenüber in den Raum reinzugucken, in dem plötzlich der Trockner läuft. Ich beeile mich lieber. So, wo ist denn die Küche? Nee, das ist nicht der Trockner, das war der Ofen. Und die Tür ist offen. Oh Gott, Igitt. Oh, die Tür ist auf. Sollen wir da reingehen? Allein bei dem Gedanken, dass Turner hier sein könnte, fühlte ich mich schon unwohl. Frag mich mal. Ich musste ihn konfrontieren. Ich hatte zu ihm keinen Kontakt. Ich konnte nur Andy fragen. Kannst du mir die Nummer von Turner geben? Sag ihm, dass er mit dem Scheiß aufhören soll. Okay. Womit soll er aufhören? Er schnüffelt durchs Haus. Finde ich gar nicht cool. Fragezeichen. Alter, er ist gerade bei mir. Wir wollten mit Brady ins Kino gehen, aber dann hat es angefangen zu regnen und jetzt sind wir zu Hause geblieben. Und jetzt noch die Melodie dazu, ne? Habe ich dazu nichts zu sagen? Ich führte das alles auf meinen Schlafmangel zurück. Mir war... Das einzige Logische, woran ich zurzeit denken kann, ist ein Auge auf die Sicherheitskameras zu werfen. Ja, da bin ich voll bei dir. Scheiß auf den Raum. Ist nicht unser Equipment. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hätte ich doch lieber die Polizei rufen sollen. Aber zu der Zeit war ich so vertieft in meinen eigenen Gedanken, dass ich gar nicht erst auf die Idee gekommen bin. Ich hatte so einen Schiss, dass da jetzt jemand hinter der Tür steht. Okay, ein Blick auf die Sicherheitskameras. Keine Bewegung. Oh, scheiße, Bewegung. Die Haustür ist offen. Aber Person ist unten. Ja, leck mich, Andy. Wenn ich jetzt aufs Handy gucke, dann bin ich tot. Okay. Okay. Alter, warte. Hast du dir den Artikel angesehen? Es war Brady, der mir davon erzählt hat.
Oh, das ist wirklich komisch. Ich hab's atmen gehört. Mein Herz fing an zu rasen. Ich konnte mich kaum bewegen und schaute in purer Angst auf den Bildschirm. Die ist nicht wieder rausgekommen, ne? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Durchsucht die jetzt alle Zimmer? Schließt die ab? Sie war direkt vor der Tür des Zimmers, in dem ich mich befand. Ich dachte, mein Herz würde direkt aus meiner Brust springen. Noah? Bist du da drin? Ich habe dich sehr vermisst. Was auch immer zwischen uns passiert, wir können gemeinsam daran arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich dir antworten möchte. Verkauf mich nicht für dumm, Noah. Ich weiß, dass du da drin bist. Mach die Tür auf. Wir müssen reden. Es gibt nichts zu besprechen. Ich bin immer nur nett zu dir gewesen. Aber du hast mich immer wie Scheiße behandelt. Kara ist das? Du brauchst Hilfe, Kara. Ich weiß alles. Ich weiß, dass du mich für sie verlassen hast. Ich weiß nicht, ob ich sie beleidigen will. Ist es anders mit ihr? Ist vielleicht auch nicht besser. Sie auf ihr Fehlverhalten hinweisen. Aber ich liebe dich. Was ist damit? Du musst jetzt sofort gehen. Ich glaube, sie ist nicht so ganz konform damit. Wir verdienen eine zweite Chance. Haben wir keine andere Option, als zu sagen, wir können die Bullen auf dich hetzen? Tu es und ich bringe euch beide um. Ich kann mich hier nirgendwo verstecken, ne? Sie steht halt durchgehend... Wenn ich dich nicht haben kann... Oh nein. Sollte dich keiner haben. Weißt du, eigentlich ist mir das gar nicht so ernst mit der Neuen. Wenn ich so zurückdenke, hatten wir doch eine richtig schöne Zeit, wir beide, oder? Wir sollten es nochmal versuchen. Fick dich! Du kranke Braut, Alter! Ich hab noch gesagt, wir können noch eine zweite Chance haben. What the fuck? Kann es sein, dass ich den Raum vielleicht verlassen muss und einem anderen nehmen? Oder muss ich nur anders mit ihr reden? Okay, also wir haben den Strom haben wir auf jeden Fall wieder angemacht. Angeblich geht das Spiel eine Stunde. Ich bin jetzt wie lange dabei? Hier ging gerade noch eine zweite Tür. Ach ja...
Oh. Scheiße, ich habe die Sprache nicht umgestellt. Okay, wir gehen wieder an die Schule. An die Schulsachen. Ich versuche mal diesmal gegenüber in den Wäscheraum zu gehen. Okay, das ist soweit alles noch nicht passiert. Die Blumen sind noch vor der Tür. Okay. Wir holen uns den Blumenstrauß von unserer liebreizenden Ex-Freundin und zeigen ihr damit, dass wir nehmen die liebevoll an. Oh, welch schöne Blumen! Ich bin so glücklich, dass ich diese Blumen bekommen habe. Wenn ich nur wüsste, von welch liebreizender Frau sie sind, der sollte ich auf jeden Fall eine zweite Chance geben. Zumindest für heute Nacht. Okay, jetzt kommt gleich der Ofen und dann wird shitty mit Titty. Hier gibt es kein Versteck, richtig? Da muss ich jetzt vorher einmal gucken. Also, vielleicht hier in der Ecke? Weil ich habe ja vorher sowieso noch einen Dialog mit ihr. Aber ich... Ich weiß nicht. So. Wo ist die Küche? Hier ist auch noch alles ordentlich. Okay, wir gehen einmal an die Hausaufgaben. Es knatscht. Sie ist zurück. Okay, jetzt ist hier... Jetzt war sie hier drin, die Tür ist offen. Aber war die Tür nicht zeitgleich offen mit dem Ofen, dass der an war? Gut, wir gehen runter. Ja, warte, wir machen Hausaufgaben, ne? Genau, wir ignorieren das erstmal mit dem unordentlichen Zimmer. Kann ja auch der Wind gewesen sein. Jetzt ist der Ofen an. So, wir müssen einmal in die Cams gucken. Bewegung in der Küche. I could swear on my life, I didn't turn that oven on. Nee, das haben wir auch nicht, mein Freund. Wir haben den Ofen nicht angemacht. Okay, bis hierhin ist ja alles klar. So, jetzt kriegen wir gleich ein paar Messages. Können wir schon mal Richtung oben wandern. So. Ja. Jetzt müssen wir einmal die Nachrichten abwarten.
Und jetzt das Wetter. Okay, jetzt müsste es gleich losgehen. Können wir die unten schon sehen, dass wir vorgewarnt sind? Die Tür ist offen. Hier kommt sie eigentlich hoch. Komisch, dass wir sie hier gar nicht sehen. Noch einmal die Nachrichten checken. Ich will mal was ausprobieren und zwar schade. Ich dachte, wir können vielleicht die Polizei rufen hier drüber. Going to being a bee. Eine Ecke. Okay, wollen wir jetzt reingehen? Mensch, wo ist denn... Ah, da. Jetzt kommt sie hoch. So, I froze and kept staring at the screen in pure horror. Ich könnte doch jetzt schnell runterlaufen, oder nicht? Das ist halt das Problem, ne? Habe ich die Zeit, da runterzulaufen oder trigger ich denn irgendwas? Guck mal, sie checkt jetzt alle Türen. Versuch mich hinter der Tür zu verstecken. Noah. Wir antworten gar nicht. Vielleicht können wir sie ja auch ignorieren. Ich bin mir nicht sicher, ob der Dialog erst startet, wenn wir in der Überwachungskamera sind. Dass wir gezwungen werden, mit ihr zu reden, aber ich will nicht mit ihr reden. Noah.
Also wenn wir jetzt an den Computer gehen würden, würde wahrscheinlich der Dialog starten, ne? Ich kann auch niemanden schreiben hier, ne? Aber das mit der Pizza hätte ich jetzt so gern genossen. Ich glaube, ich muss sie sehen. Okay. Ich hoffe, wir antworten hier nicht. Nein, 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 sagt nichts. Wir sind gar nicht hier. Wir sind direkt rausgegangen, ohne in das Gespräch zu gehen. Es ist natürlich die Frage, ob sie die Tür jetzt kontrolliert oder ob sie vielleicht denkt, wir sind gar nicht da. Ich würde so gerne an die Überwachungskameras gehen und gucken, ob die da ist. Aber sie klopft auch nicht mehr. Also sie scheint jetzt nicht mehr an dieser Tür zu stehen. Die Musik wird besser. Scheiße. Ich kann halt dieses blöde Gespräch abbrechen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich in den Raum bleiben? Soll ich den Raum wechseln? Ich wollte eigentlich nochmal an die Kamera und dann wäre ich rübergegangen. Das ist halt alles nicht nett, ne? Das ist genau der Grund, warum. Zumindest ist sie nicht so ein Junkie wie du. Oder mit ihr ist es anders. Ah. Ich glaube, das haben wir ihr letztes Mal knallhart ins Gesicht gesagt. Wir versuchen es jetzt mal auf die nette Tour. Scheiße. Ja, tu es und ich werde euch beide umbringen. Hm, schön, an diesem Punkt waren wir schon mal. Bleib bloß hier in der Ecke, Alter. Ich hätte jetzt den Raum wechseln sollen. Aber du kannst mich doch haben. Ich habe doch gesagt, mit ihr ist es anders. Wir führen eine offene Beziehung. Wir wollten dich sowieso einladen. Oh, Kacke.
gar nicht hin. Sie ist drin. Never ever, das funktioniert. Run for it? Fuck you, wo soll ich denn hinrennen? Wo zum Teufel soll ich denn hinrennen? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Sie hat ein Messer. Nein, ich wollte weglaufen. Ich wollte schnell weglaufen. Wo soll ich denn hinlaufen? Sie ist aus meiner Sicht. Ja, es ist ja... Ich muss darüber. Ich muss darüber. Ja, gut. Okay, 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 okay. Strom ist an. Ja, ja, komm halt. Halt die Fresse, Boy. Du bist ein schlechter Wachhund. So, du hast gesagt, wir bleiben Freunde. Gott, das ist scheiße. Oh, warum? Ich wollte doch nur mal gucken. Ich wollte doch nur mal gucken. Ich habe da gerade ein Handy vibrieren hören und ich dachte, ja, vielleicht wenn wir vorher das Gespräch mit dir suchen, bevor es so eskaliert. Möglicherweise, dass sie dann sagt so, ja, na gut. Ich hätte hier gar nicht sein dürfen. War vielleicht übertrieben von mir. Ja, sie hat die Tür zugemacht. Ja, wir haben jetzt hier die Nachricht. So, okay, wir gehen jetzt Montag zurück zu meiner Schularbeit. Das ist auch genau das, was wir jetzt machen. Ich muss hier rüber. Ich muss in diesen Raum rein. Weil wenn ich hier hinter bin, ich komme nicht mehr raus. So, hier kommt sie sowieso hin. Das heißt, von hier kann ich nicht weglaufen. Hier hinter komme ich nicht raus. Ich muss also den Raum wechseln. Im besten Fall. So. Oh mein Gott, ey. Alter, ich bin so am Schwitzen. Irgendwie dieses Spiel, das zerstört mich. So, ich hatte in der Situation ein seltsames Gefühl. Oh, wo ist die Haustür? Ah, erstmal hier, da ist die Tür offen. Und die Haustür. So, dann holen wir uns mal den Strauß Blumen. So, die können weg. Brauchen wir nicht. Töne. Mhm. Ich würde gern. Ruf 911. Scheiße. Oh, ja, genau. Vor allem, ich schreibe ihr. Ruf 911. Ne? Ob das mit der Haustür jetzt noch einen Unterschied gemacht hätte. Haben wir... Moment. Habe ich hier die Möglichkeit, mich zu verstecken? In irgendeinen Schrank oder so reinkrabbeln? Also ich kann nur hoffen, dass die das nicht rafft. Verstecke ich mich hier?
Und wenn sie weg ist, also wenn sie da reingeht, dann schleiche ich mich runter. Okay. So, jetzt kommt als nächstes der Ofen, ne? Aber erst, wenn wir die Hausaufgaben wieder angefangen haben. Boah, Junge. Okay, der Ofen ist an. Was willst du tun? Aber die kontrolliert ja auch jedes Zimmer, ne? Sonst hätte man ja sagen können, so... Wir gehen in den Raum rein, da kommt die nicht hin. Oder wir könnten jetzt abhauen. Aber er lässt uns nicht, weil er haut seine Geschichte nicht hin. Damit fangen wir gleich an. So. Kannst du mir die Nummer von Turner geben? Sag ihm, dass er mit dem Scheiß aufhören soll. Ja, bei dem ganzen Zeug waren wir ja schon. Aber das geht jetzt ein bisschen schneller mit den Antworten. So, er ist bei mir. Das dürfte uns doch schon soweit weiterhelfen, dass wir... Wo ist das Wohnzimmer? Okay, jetzt vielleicht? Da ist sie. So. Würde gerne jetzt schon weglaufen. Bin mir nicht sicher, ob das klappt, aber... Lauf, Alter, lauf! Ich komme hier nicht weg. Scheiße. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Also wir führen das Gespräch. Wir führen das Gespräch. Ich werde jetzt mal vorspulen für euch, ja. Alter, wir sind 2 Stunden an dieser Runde, ne? Wir sind 2 Stunden an dieser Scheißrunde. Okay, bis gleich. So, auf einen letzten Versuch. Wir konfrontieren Andy Reynolds. Warten jetzt einmal die Antworten ab. Dann fängt ja die Interaktion mit der Dame an. Und wir müssen dann gucken, dass wir so schnell wie möglich rauskommen. Die Frage ist, fangen wir erst noch ein Gespräch mit ihr an? Oder gehen wir direkt in den Nebenraum? So, jetzt müsste sie ja jeden Moment kommen. Oh, ich hasse es, ey. Das macht mich hier so fertig. Noch eine Nachricht von Andy.
Die muss ich erst lesen, ne? So, das ist wirklich komisch. Ja, finde ich auch. Ist sie schon dran vorbei? Ne, da kommt sie. Mit ihrem blöden Messer. Okay. Ich weiß nur nicht, ob wir vorher mit ihr reden. Was halt so richtig nervt, ist, dass die ja gleich so durchdreht. Also du kannst ja mit ihr auch gar nicht reden, ne? Und dass wir halt außer den Raum gegenüber eigentlich nichts haben, wo wir hin können. Und ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt ich loslaufen soll. Boah. Ja, normalerweise geht das Spiel eine Stunde, wir sind jetzt zwei dabei. Props an mich. Aber wir geben nicht auf, ne? Kann ja nicht immer alles so glatt laufen. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, muss ich mit ihr reden? Okay, ja. Jetzt gehen wir hier rüber, schließen die Tür. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, ob ich das Gespräch nochmal aufnehmen muss.
Ich verließ das Haus und lief den Block hinunter. Mein Dad hat die Polizei gerufen. Doch als sie ankam, hatte sie das Haus schon verlassen. Aber ich wusste, wo sie wohnt. Kara war einer der ersten Personen, die ich auf einer Dating-Seite kennengelernt habe. Sie war 3 Jahre älter als ich, aber ich fand sie süß, also haben wir angefangen, uns zu daten. Jedoch fing sie nach 2 Monaten in unserer Beziehung an, Meth zu nehmen. Ich versuchte ihr zu helfen, aber sie stellte mich als den Schuldigen dar und der nur versuchte, sie zu ändern. Eines Tages hatte ich genug, ich musste mit ihr Schluss machen. Ich habe ihr gesagt, sie soll verschwinden und sich nie wieder melden. Sie war angepisst. Sie versuchte, einen Polizisten davon zu überzeugen, dass sie überhaupt nicht vorhatte, in dieser Nacht irgendwas Schlimmes zu tun. Aber natürlich glaubte man ihr nicht. Sie sahen sich nochmal die Überwachungsaufnahmen an, die ganz offensichtlich machten. Vom Zeitpunkt ihres Eintretens bis zu dem Moment, als sie nach dem Küchenmesser griff. Doch was mich am meisten verstört hatte, war die Tatsache, dass nichts aus dem Haus gestohlen wurde. Es stellte sich heraus, dass sie zu diesem Zeitpunkt stark unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Sie wurde verhaftet und für längere Zeit eingesperrt. Wow. Wer hätte gedacht, dass wir es nach 2 Stunden doch nochmal schaffen, diese verdammte Episode durchzuspielen? Die werden immer umfangreicher. Gut, man wird es locker in einer Stunde schaffen, aber wir haben ja allein mit diesem Nutella uns Ewigkeiten aufgehalten. Er war ein bisschen dumm, Fehler meinerseits. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt, vielleicht den einen oder anderen Jumpscare mitgenommen. Schaltet beim nächsten Mal sehr gerne wieder ein. Wir versuchen da auch die Zeitvorgabe so ein bisschen einzuhalten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.